denke, Amanda ist tot. Okay, da hinten ist er. Mich interessiert dieses Ding hier nochmal. Kann ich damit nochmal interagieren? Was ist das? Amanda. Unsichere Angelegenheit. Wir werden auch wohl die Schuhe wieder an Connor finden. Ich meine, ich bin mir relativ sicher, dass das hier eine Simulation ist, weil Amanda ist tot. Das haben wir in Kamskis Haus, haben wir das. Nach den Geschehnissen heute steht das Land vor einem Bürgerkrieg. Gesehen. Die Maschinen erheben sich gegen ihre Meister. Die Menschen haben keine Wahl, als sie zu zerstören. Ich dachte, Kamski wüsste etwas. Ich lag falsch. Vielleicht stimmt das. Aber du hast nicht gefragt. Kamski hat nur mit mir gespielt. Er wusste gar nichts. Da war ein Foto von Amanda bei Kamski zu Hause. Sie war seine Lehrerin. Als Kamski mich entwarf, wollte er ein Interface, das ihm vertraut war. Er entschied sich für seine Mentorin. Worauf willst du hinaus? Welche Rolle spielt Cyberlife bei all dem? Was wollen sie wirklich? Cyberlife will nur diese Situation beenden und weiter Androiden verkaufen. Sie haben mir nicht alles gesagt, was sie über Abweichler wissen, oder? Ich erwarte von dir, dass du Antworten findest, Connor. Und dass du keine Fragen stellst. Hast du in letzter Zeit etwas Ungewöhnliches erlebt? Zweifel oder Konflikte? Empfindest du etwas für diese Abweichler? Oder für Lieutenant Anderson? Ich weiß nicht, worauf sie hinaus wollen. Halten wir uns mal bedeckt. Ich fühle gar nichts. Das wissen sie. Wollen sie etwa andeuten, dass ich gefährdet bin? Nein. Nein, natürlich nicht. Ihr seid raus. Das FBI übernimmt. Was? Was? Aber wir sind an was dran. Wir brauchen nur mehr Zeit. Hank, ich bin sicher. Du kapierst es nicht. Das ist keine normale Untersuchung mehr. Das ist ein scheiß Bürgerkrieg. Wir haben es nicht mehr in der Hand. Es geht hier um die nationale Sicherheit. Scheiße, du kannst jetzt nicht den Stecker ziehen. Wir sind so nah dran. Ich dachte, du kannst Androiden nicht ausstehen. Himmel, Hank, entscheid dich mal. Ich dachte, du wärst froh darüber. Wir knacken diesen Fall. Wir sind schon ganz kurz davor. Verdammt, Jeffrey, kannst du mich nicht ein einziges Mal unterstützen? Ich kann nichts für dich tun. Du bist wieder beim Mord. Und der Android geht zurück ans Cyberlife. Tut mir leid, Hank. Es ist vorbei. Wir können doch Connor nicht einfach wegschicken. Ermitteln wir jetzt auf eigene Faust? Wir ermitteln auf eigene Faust, oder? So, bevor ich zu Hank gehe, liegt hier irgendwo was, was man lesen kann? Wir hätten den Fall lösen können. Wir hätten nur mehr Zeit gebraucht. Du gehst also zurück zu Cyberlife? Ich habe keine Wahl. Man wird mich deaktivieren und mein Versagen analysieren. Was, wenn wir auf der falschen Seite sind, Connor? Was, wenn wir gegen Menschen kämpfen, die bloß frei sein wollen? Wenn die Abweichler sich erheben, kommt es zum Chaos. Wir hätten sie stoppen können.
Jetzt ist es zu spät. Als du den Androiden nicht töten wolltest, dabei Kamsky. Du hast dich in sie hineinversetzt. Du hattest Mitgefühl, Connor. Mitgefühl ist eine menschliche Emotion. Ich weiß nicht, wieso ich es tat. Ich bin auf solche Sätze nicht programmiert, aber ich habe gern mit ihnen gearbeitet. Mit etwas mehr Zeit, wer weiß, hätten wir Freunde werden können. Na, sieh mal an, da kommt Perkins, das blöde Arschloch. Sie verschwenden keine Zeit beim FBI. Wir können nicht aufgeben. Die Antwort liegt irgendwo in den gesammelten Beweisen. Wenn Perkins sie mitnimmt, ist es vorbei. Wir können nichts tun. Du hast Fowler gehört. Wir sind raus. Sie müssen mir helfen, Lieutenant. Ich brauche mehr Zeit, um in unseren Beweisen einen Hinweis zu finden. Ich weiß, dass die Lösung vor uns liegt. Hör zu, Connor. Wenn ich den Fall nicht löse, wird CyberLife mich zerstören. 5 Minuten. Mehr will ich nicht. Oh Mann. Ich hasse Untersuchungen unter Zeitdruck. Leck mich doch am Arsch. Der Schlüssel liegt auf meinem Tisch. Und beeil dich, ich kann sie nicht ewig aufhalten. Connor, nimm den Schlüssel. Okay. Du verdammter Schwanzlutscher! So, die Asservatenkammer ist da hinten, ja? Ja, jetzt müssen wir uns aber echt ein bisschen ranhalten. So ein Schicksal kann ich Connor nicht zumuten hier. Wir müssen den Hinweis einfach finden. Ich rede mit dir, Arschloch. Wo willst du hin? Wir brauchen hier keine Plastik-Arschlöcher. Hat dir das keiner gesagt? Ich wurde von diesem Fall abgezogen. Ich werde noch die gesammelten Beweise erfassen und dann mache ich mich auf den Weg. Gut. Und jetzt verpiss dich. Sei unterwegs vorsichtig. Androiden sind heutzutage so ungemein feuergefährdet. Gott, ist das ein Arschloch, ey. Ich kann den Kerl nicht ausstehen. Ich würde ihm gerne einen auf die Fresse geben. Vielleicht kriegen wir noch eine Chance. Vielleicht war das eben aber auch unsere Chance. Wie viel Zeit? 4 Minuten 40. So, gut, dass Connor immer so schön schnell... analysieren kann, dass wir zwischendurch immer Zeit zum Nachdenken haben. So, auf geht's. Hanks Passwort. Was würde sich ein knallharter, exzentrischer Polizist aussuchen? Natürlich. Was denn auch sonst? So, und da haben wir jede Menge Hinweise. Die Antwort ist hier irgendwo. Wir fangen mal mit ihm hier an. Der Abweichler, der das Kind als Geisel nahm. Ja, okay, ob der das weiß, weiß ich nicht. Dann machen wir hier weiter. Die beiden Tracys aus dem Eden Club. Wollten sie auch nach Jericho? Wussten sie, wie sie es finden? So, wir analysieren hier erstmal schnell die ganzen Biokomponenten, die wir für die Reaktivierung brauchen. Warte. Warte, wir brauchen... 4717. So, machen wir hier mal weiter. Ich hasse es, unter Zeitdruck zu arbeiten. Das ist einfach nur eine Katastrophe hier. So, der Abweichler, die mit Marcus den TV-Sender gehackt haben. Er muss das Versteck der Abweichler gekannt haben. Ja. Das ist, glaube ich, unsere beste Chance. Aber
Welche Biokomponenten hat der vorrätig? Okay. Und dann haben wir noch die Skulptur, die uns wahrscheinlich nicht nach Jericho führt. Wir fordern Anerkennung unserer Würde, unserer Hoffnungen und unserer Rechte. Gemeinsam können wir in Frieden leben und eine bessere Zukunft schaffen für Menschen und andere. Verschwinde diese Zeit nicht, Connor. Diese Botschaft ist die Hoffnung eines Volkes. Leg es wieder weg. Schenkt uns Leben. Connor, leg es wieder weg. Jetzt ist es an der Zeit, uns Freiheit zu Connor, leg es wieder weg! Marcus, wo versteckst du dich? Komm, leg es weg und zähl die Zeit davon. Gibt das Tagebuch vielleicht noch irgendwelche Informationen? Ruperts Tagebuch. Aber es ist nutzlos. Es ist verschlüsselt. Okay, 4 Minuten noch. So. Drei erforderlich. Hier. Das versuchen wir jetzt mal. Hilf mir. Damit du mir hilfst. Ich muss Jericho finden. Ich kann deine Stimme nicht erkennen. Du bist keiner von uns. Ich verrate dir nicht, wo Jericho ist. Jetzt lass mich in Ruhe. Versuche ihn auszutricksen. Ja, aber wie denn? Wie kann ich ihn denn austricksen? Ich kann ja nicht mal mit ihm interagieren. Reaktivierung unmöglich. Skulptur mitnehme? Das ist wahrscheinlich Blödsinn, ne? Was haben wir denn da? Die Antwort ist innen oder was ist das hier? Von Ferndale. Jetzt kann ich ihre Speicher scannen und die Suche eingrenzen. Dann scannen wir drauf los. Ich hoffe, du hast Erfolg. Haben wir gerade Jericho gefunden? Jemand rumgeschnüffelt. Scheiße. Drück den Alarm, schnell! Puh. Okay. Ach du Scheiße. Das war letztendlich um einiges einfacher, als ich ursprünglich befürchtet hatte, aber es war trotzdem stressig genug. Ihr müsst sowas nicht immer mit mir machen. Connor ist Perkins ausgewichen. Jericho haben die meisten gefunden. Okay. Freundliche Herangehensweise in das Verhör hat einiges freigeschaltet. Ebenso gefunden in das Nest, gefunden in Partner, getötet in Eden Club, getötet in Staatsfeind.
Ja, der wichtigste Hinweis letztendlich, also der Hinweis, der uns jetzt hier wirklich vorwärts gebracht hat, der uns letztendlich tatsächlich ermöglicht hat, Jericho aufzuspüren, das war die Kombination von die Antwort ist innen und der Tatsache, dass wir damals diese Statue gefunden haben. Wobei, Gavin ist lieber zu, achso, da mit dem, ja, okay. Perkins trifft ein, Hank will helfen, mit Hank reden. Magischen Stein ansehen, 29%. Der magische Stein. Wir hätten hier noch irgendwas anderes freischalten können. Ich weiß nur, ich hab unglücklicherweise absolut gar keine Idee, was es hätte sein können. Ansonsten würde ich nur sagen, wie schwer kann es eigentlich sein, in Detroit den Standort von Jericho zu finden, wenn Jericho ein riesiges altes Frachtschiff namens Jericho ist, was mehr oder weniger in einem Hafen liegt, oder ist mal ganz ehrlich, sobald man den Namen weiß, sollte es doch rein theoretisch überhaupt kein Problem mehr sein, das zu finden, oder? Oder erwarte ich da jetzt zu viel von den Leuten? Ich weiß es doch nicht, ich kann es doch nicht einschätzen. Ja, aber auf jeden Fall, also hier hätte einiges passieren können. Ja, letztendlich 3 verschiedene Ergebnisse hier. Aber ich glaube, wir sind schon mit den Besten gefahren. Läuft.